Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher in der vedischen, sprich indischen Astrologie. Ja, ehe wir gleich zur Deutung des jeweiligen Aszendenten kommen, haben Sie bitte Aufmerksamkeit, 2 Minuten für sehr wichtige Punkte vorab. Und zwar, erstens, es ist sehr wichtig, dass Sie wissen, dass das jeweilige Video, die Monatsdeutung anhand Ihres Aszendenten vorgenommen worden ist. Das bedeutet, Sie dürfen nicht, wie es in der westlichen Astrologie ist, Ihr Sonnenzeichen nehmen, um das entsprechende Video auszuwählen, also Widder, Stier, Zwilling und so weiter, sondern Sie brauchen Ihren Aszendenten, um zu wissen, welches dieser Videos nun für den Monat Juli für Sie das Maßgebende ist. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, das ist ja normal immer das erste Haus, ja, dann habe ich für Sie unterhalb dieses Videos einen Link vorbereitet, wie Sie auf meine Seite kommen, auf meine Webseite, und dort ist ein Programm, wo Sie schnell und einfach und auch gratis Ihren Aszendenten ermitteln können. Dann, nächster Punkt, jetzt im Juni, große Zukunftsblick-Erforschungsreise vom 24. Juni bis zum 28. Juni. Ich lade Sie ein, an dieser großen Challenge des Jahres 2019 teilzunehmen, um anhand 5 Techniken der vedischen Astrologie mit Ihrem eigenen Horoskop mehr die eigene Zukunft zu erhellen, ja, zu schauen, was liegt vor Ihnen, und hier sozusagen dem Schöpfer ein wenig in die Karten schauen zu können. Wenn Sie bei dieser Zukunftsblick-Erforschungsreise im Juni dabei sein möchten, können Sie sich nur noch bis zum 23. Juni anmelden. Es winken für die Teilnehmer auch die Möglichkeiten von Preisen mit Amazon-Gutscheinen. Und damit Sie noch mehr erfahren bzw. sich anmelden können an dieser so spannenden Zukunftsblick-Selbsterforschungsreise letztlich teilnehmen zu können, befindet sich auch hierzu unterhalb dieses Videos ein Link, damit Sie eben noch mehr Informationen bekommen bzw. sich auch gratis anmelden können. Dann immer mehr gelesen, immer mehr tragen sich in den Verteiler ein meines Newsletters, der sogenannten vedischen Astro News, wo schon seit 2014 regelmäßig hochinteressante Beiträge gekommen sind. Jetzt ist es so, dass im Monat Juni ein ganz besonderes Thema ausgearbeitet wird, und zwar geht es um die Thematik der jetzigen Zeitqualität. In welcher Zeit leben wir Menschen überhaupt aus Sicht der vedischen Astrologie, und welche Zyklen gibt es und was sagen uns die Sterne zu der Zeit, in der wir momentan leben? Ja, wie können wir die jetzige Zeit bestmöglich nutzen, ja, und wo steuert das hin und welche Rolle spielt dabei das eigene vedische Horoskop? Das wird der große Hauptartikel in den neuen vedischen Astro News, den Sie natürlich erhalten, wenn Sie in meinem Verteiler sind. Falls Sie noch nicht eingetragen sind in meinem Verteiler für die vedischen Astro News, auch dazu ist unterhalb des Videos ein Link vorbereitet, wie Sie sich dann eintragen können, um die vedischen Astro-News, die dann im Laufe des Monats Juni noch versandt werden, diese auch zu erhalten und natürlich auch künftig. Ja, jetzt sind wir schon bei der Astrologie, und zwar mit der Deutung, denn vorweg möchte ich gleich darauf eingehen, dass wir im Monat Juli 2 Finsternisse haben. Wir haben am 2. Juli eine totale Sonnenfinsternis, die nicht sichtbar ist über Europa, sondern nur in Südamerika und im südlichen Pazifik. Und wir haben am 16.
10. Juli eine partielle Mondfinsternis, die aber auch über Afrika, Australien, Südamerika und auch Europa sichtbar ist. Nun, Finsternisse sind etwas ganz Wichtiges und Besonderes und allgemein bedeutet das für Sie Folgendes, was ich Ihnen gleich hier als Tipp geben möchte. 3 Tage vor der Finsternis, am Tag der Finsternis und bis die 3 Tage nach der Finsternis sollten Sie keine neuen Projekte von Wichtigkeit starten. Also, manche sagen auch 2 Tage, ja. Also, auf alle Fälle ist dieser Zeitraum eher zu meiden für den Start wichtiger Vorhaben. Wenn wir den 16. Juli nehmen, also 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., ja. Manche sagen, es reicht auch 1 Tag davor, aber wenn man 3 Tage nimmt, ist es noch besser. Zweitens, die Veden, die vedischen Schriften empfehlen nicht, eine Eklipse zu beobachten, da Eklipsen verursacht werden durch die sogenannten Schattenplaneten, das sind Rahu und Ketu, und das Licht von König und Königin, also sprich Sonne und Mond, verschlingen. Stattdessen sind diese Zeiten sehr gut, um nach innen zu gehen, zu meditieren und ja, weil hier sozusagen die Verbindung nach oben ja leichter möglich ist in dieser Zeit. Aber wenn Sie es beeinflussen können, empfehle ich Ihnen nicht, ein Projekt von Wichtigkeit, um an dem Tag einer Eklipse oder kurz davor oder kurz danach zu starten. Okay, das war's schon. Dann legen wir jetzt los mit der Deutung der Sterne für Juli 2019. Ja, Aszendent Jungfrau, dann wollen wir mal schauen, wie für Sie sich der Monat Juli 2019 anhand der Transitpositionen der Planeten darstellt. Wir beginnen gleich mit einer kompletten Übersicht und hier sehen wir, dass die so wichtige Sonne jetzt gleich zu Beginn des Monats eben und auch die ersten 3 Wochen im 11. Haus im Zeichen Krebs steht, zusammen mit Rahu und einer verbrannten Venus. Das bedeutet, das 11. Haus hat einen Fokus in diesem Monat für Sie. Worum geht es jetzt im 11. Haus? Nun, das 11. Haus ist das Haus der, ja, ich sage mal, der Verbesserung, wo man Schritt für Schritt sich durch verschiedene Hürden hindurcharbeitet, um in den eigenen Projekten, Zielen und großen Wünschen, die man hat, vorwärts zu kommen. Und das 11. Haus hat deswegen auch eine starke Verbindung zum Zeichen Jungfrau. Warum? Jungfrau ist das 6. Zeichen und das 11. Haus ist das 6. Haus vom 6. Haus gezählt. Das bedeutet, diese Qualität, sich Schritt für Schritt durchzuarbeiten, zu verbessern, nochmal Hürden nehmen, irgendwas einen Abschluss machen und dann wieder weiterzumachen mit einem Projekt, ja, getrieben von großen Wünschen und Zielen, die dahinter liegen, das ist eine treibende Kraft für Sie als Aszendent Jungfrau in diesem Monat. Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf eingehen, dass das 11. Haus natürlich noch viel mehr Bedeutungen hat. Ja? Das 11. Haus steht auch für Ihre größten Wünsche im Leben. Ja? Es ist ein sogenanntes Karma-Haus, ja, nicht Karma, sondern Karma. Karma heißt Wunsch. Und aus Sicht der Veden sind es ja die Wünsche, die die Seele dazu bringen, einen Körper anzunehmen und im Kreislauf von Geburt und Tod zu bleiben. Und das Ziel ist ja, diesen Kreislauf irgendwann zu überwinden. Ja, und dabei spielen ja die größten Wünsche im Leben eine große Rolle. Und jetzt mit Sonne in Haus 11 bedeutet dies, dass Sie nun gut vorwärts kommen, gut Energie dafür haben, Schub und Motivation haben in der Umsetzung Ihrer größten oder Ihres größten Wunsches im Leben.
Und das ist sehr wichtig, ja. Denn nur dadurch, dass wir unsere Wünsche auch erfahren, versuchen zu erreichen, ja, und auch gegebenenfalls sogar erleben, werden wir frei. Das Ziel ist es ja, wunschlos glücklich zu werden, um nicht mehr in Anführungsstrichen reinkarnieren zu müssen. Jetzt gibt es ja zwei verschiedene Menschen, ja, in dieser Kategorie. Die einen wissen, worin der größte Wunsch im Leben besteht, der sie zur Inkarnation gebracht hat, der sie bindet an das Rad der Wiedergeburt. Die anderen Menschen wissen das nicht. Ja? Und so haben sie mit dieser Position von Sonne und auch Rahu in Haus 11, falls sie ihre größten Wünsche im Leben bereits kennen, viel Energie, viel Inspiration, viel Motivation, jetzt darin weiterzukommen. Oder sie kennen ihren größten Wunsch oder ihre größten Wünsche nicht im Leben, dann ist es eine gute Zeit, sich mal darüber klar zu werden, ja, was wollen Sie? Worin besteht Ihr größter Wunsch im Leben? Und ich sage auch bewusst, Ihr größter Wunsch im Leben, also Singular, nicht Plural. Denn oft ist es so, wir wünschen uns so viele Sachen, ja, verzetteln uns und kommen nirgendwo an. Nur, wenn wir unsere Energie bündeln und uns auf eine Sache fokussieren, dann, ja, wird es viel wahrscheinlicher, dass ich schon mal erfolgreich bin, weil ich mich nur um ein oder zwei große Wünsche gekümmert habe. Ja? Zum Beispiel, ja, könnte ja, das ist ja ganz individuell verschieden, das ist ja unsere Freiheit, wonach wir uns sehnen oder worin unser größter Wunsch besteht. Aber zum Beispiel, der eine sagt, oder die eine sagt, mein größter Wunsch im Leben ist es, ich will ein eigenes Haus. Das wollte ich schon immer haben, ein eigenes Haus. Ja? Eine andere Person wünscht sich meinetwegen, mein größter Wunsch im Leben ist, ich will möglichst viel Freizeit haben und mit 50 Arbeiten aufhören können und mit mindestens 2000 Euro im Monat versorgt sein. Und ein Dritter sagt, ja, mein größter Wunsch ist, ich möchte im warmen Leben auswandern. Mir ist in Mitteleuropa zu kalt, ich will mehr in den Süden. Wie auch immer, es ist ja egal. Wichtig ist nur, dass man sich diese Wünsche bewusst macht und sich nicht auf zu viele Wünsche ausrichtet, sondern lieber die größten ein, zwei Wünsche und dann sich darum Schritt für Schritt der Realisierung dieser Wünsche nähert. Oftmals kommt es auch vor, wenn man dann sich mit der Umsetzung dieses größten Wunsches beschäftigt, weil man jetzt weiß, was man will, dass man dann erkennt, naja, also auswandern, das ist vielleicht doch nicht so das Tollste. Ich lasse das mal lieber, weil ich habe erkannt, dass mir das doch gar nicht so wert ist. Ne? Will Ihnen damit nur sagen, mit der Sonne und Rahu in Haus 11 haben Sie eine gute Voraussetzung in der Umsetzung Ihrer Wünsche, Ihrer größten Wünsche im Leben vorwärts zu kommen oder im Ausfindigmachen, worin Ihre größten Wünsche im Leben bestehen. Ist beides nicht gegeben, treibt der Mensch ziel- und planlos umher. Das heißt, man arbeitet halt, um zu überleben und ist meinetwegen halt ja, ziellos unterwegs, wunschlos unterwegs, was ja schon mal gut wäre. Ja? Aber meistens haben die Menschen ja trotzdem Wünsche, die im Unterbewussten sind, aber machen sich das nicht bewusst. Ne? Und dann gibt es unerfüllte Sehnsüchte, die dann wieder zur Wiedergeburt führen. Und wäre eben der Rat, sich da mal wirklich Zeit zu nehmen. Denn Sie sehen auf der anderen Seite auch, dass Sie Merkur, das sind ja auch Sie, ne? Herrscher, Aszendent, Jungfrau. Merkur steht im 12. Haus, der steht im Haus der Stille, im Haus der Ruhe. Das heißt, die haben auch gute Qualität, jetzt darüber mal nachzudenken. Zu sagen, heidanei, wo ist denn eigentlich mein größter Wunsch im Leben? Ja. Andere wollen Gott finden.
Der Übernächste möchte eine erfüllte Partnerschaft erleben. Und der andere sagt, ich will eine große Familie haben. Egal. Die Wünsche des Menschen sind heilig und nur muss man sich dafür Zeit nehmen. Und jetzt Achtung, oft werden Wünsche durch die Industrie oder Wirtschaft den Menschen in die Köpfe eingepflanzt, was sie bräuchten. Weil das 11. Haus, ja, das hat außerdem mit Wertschätzung zu tun, mit Anerkennung durch die Gesellschaft. Und statt jetzt sich darum zu kümmern, was man selber möchte, ja, als eigene Wünsche, wenn man sich da nicht überlegt, worin diese bestehen, bietet jetzt die Gesellschaft gleich was an, ja, wie man Wertschätzung bekommen könnte, was ja auch dann ein Stück weit Erfüllung mal zumindest kurzfristig bringt, ja, wenn man sagt, oh, bist du toll oder tolle Arbeit, wir befördern Sie, tolle Leistung, Sie kriegen jetzt mehr Geld, tolle Prüfung gemacht, Sie kriegen jetzt einen Titel. Das ist alles Wertschätzung von der Gesellschaft, ja. Und dieses 11. Haus kann eben auch in die Richtung gehen, wollte ich nur dabei sagen, dass Sie nicht, dass Sie das so ausleben, dass Sie mehr Hunger darauf haben, ja, wie jetzt auch Wertschätzung durch die Gesellschaft kommt, ja. Dabei möchte ich aber nochmal sagen, dass es sicherlich aber wertvoller ist, die Energie für das Ausfindigmachen ihrer größten Wünsche im Leben einzusetzen oder für die Umsetzung derselben. Denn jetzt sehen Sie auch, wie die Achse hier wirkt. Gegenüber stehen sich Saturn und Ketu im Haus der Individualität und der Talente und Neigungen im 5. Das bedeutet, da ist ein Zusammenhang und der spielt jetzt in dem Monat Juli eine besondere Rolle. Damit ist gemeint, um wirklich ihrer Individualität, ihrem Selbst, sich selbst, Haus 5, ihren Neigungen, ihren Talenten auf die Schliche zu kommen, sollten sie sich auch mal sehr damit beschäftigen, worin ihre größten Wünsche im Leben bestehen. Ja? Wie ist das gemeint? Ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel wüssten, ja, dass meinetwegen Ihre größten Wünsche darin bestehen, sagen wir mal, könnten wir das sagen, Ihre größten Wünsche bestehen darin, selbstständig zu werden, dann kann es sein, dass Sie nämlich genau dadurch erlernen oder entdecken, dass Ihre Talente und Neigungen, Haus 5, meinetwegen damit was zu tun haben, weil Sie gut sind im Organisieren oder im Gestalten von Werbeanzeigen. Ja? Sprich, je mehr wir uns damit beschäftigen, was unsere größten Ziele im Leben sind, können wir etwas über uns selbst herausfinden, wer wir in unserer wahren Natur sind. Oder meinetwegen, Ihre größten Wünsche im Leben bestehen darin, spirituell zu wachsen, Gott zu finden, erleuchtet zu werden, okay? Und dann gibt uns das darüber Aufschluss, Haus 5, dass Sie vielleicht von Ihren Neigungen oder von Ihrem wahren inneren Kern, von Ihrem Dharma her, von Ihren Talenten her, meinetwegen ein Mensch sind, der eine Neigung hat, als Seelsorger oder Prediger zu arbeiten. Ja. Oder wenn Sie merken, dass Ihre größten Wünsche darin bestehen, ja, sich sehr viel für die Kunst zu interessieren und viele schöne Bilder zu kaufen von Künstlern, dann kommen Sie dadurch auf die Schliche, dass in Ihnen vielleicht auch ein Künstler steckt. Eine große Malerin oder Maler. Also um diesen Zusammenhang geht es. Das heißt, mit Rahu und Sonne jetzt im Juli in Haus 11, wäre es gut, falls Sie Ihre größten Wünsche noch nicht kennen, sich mal mehr mit diesen zu beschäftigen, um über sich selber nun mehr herauszufinden. Ja? Die Konstellation dafür, wie ich sagte, ist günstig.
denn sie haben auch Zeit für Rückzug und Alleinsein, was auch wichtig ist, ne? Denn in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, nur dadurch, dass wir uns mal zurücknehmen und auch Zeit haben, können wir diesbezüglich etwas vorwärts kommen. Nun sehen wir hier, dass Mars ist der Planet, der steht für jüngere Geschwister. Er ist verbrannt mit ihnen zusammen, hier mit Merkur. Merkur ist ja bis 19. Juli in dieser Position. Das kann darauf hinweisen, dass sie vielleicht etwas Freizeit haben mit ihren jüngeren Geschwistern oder dass sie sich etwas zurückziehen oder mehr kümmern um irgendeinen jüngeren Geschwisterteil. Möglicherweise kann es sein, dass es diesen jüngeren Geschwisterteil aktuell momentan für diese Person ein bisschen schwieriger ist, ja, mit der Verbrennung hier. Das ist immer so eine Geschichte. Wir wollen ja nicht, dass ein Planet zu nahe an der Sonne ist. Wir können aber daraus auch noch Folgendes ableiten. Diese beiden Planeten hier, ja, repräsentieren ihre jüngeren Geschwister und sie und beschäftigen sich mit Themen Haus 12, also Rückzug, ja. Das 12. Haus kann auch mal so gedeutet werden, dass es eben hier darum geht, sich vielleicht mal mit dem Thema Alter zu beschäftigen, auch in Verbindung mit den Eltern, denn wir sehen ja, dass wir hier die Venus mit der Sonne nah beieinander haben. Die Venus steht für die Ursprungsfamilie und den Vater. Möchte damit sagen, vielleicht tun sie sich mit jüngeren Geschwistern unterhalten, um irgendwie Hilfestellungen zu geben, dem Vater oder einem Elternteil bezogen auf das Leben im Alter. Wir sehen, dass sie nämlich auch beeinflusst sind von Jupiter. Ja, der steht ja hier gut im 4. Haus. Das heißt, sie haben guten häuslichen Frieden. Ja, der Mama geht's entsprechend gut. Ja, und sie selber haben eine starke Neigung, Gutes tun zu wollen, jetzt besonders im Monat Juli, wo sie durch Wohltätigkeit, Hilfe oder einfach etwas Gutes auf den Weg bringen wollen, was sie vielleicht mit jüngeren Geschwistern zusammen auf den Weg bringen wollen, bezogen auf den Vater und dessen Wohnsituation im Alter. Und dieser Planet Merkur, der ja sie repräsentiert, ja, im 12. Haus, möchte ich nur noch mal sagen, betont auch, dass sie etwas Zeit brauchen für Rückzug auch selber, ne, und allein sein, ne, und Zeit auch brauchen, vielleicht für Meditation. Denken Sie dran, Aszendent Jungfrau ist das am meisten Burnout gefährdete Zeichen. Und so ist es für Sie ganz besonders wichtig, wirklich für Ruhepausen zu sorgen und wirklich zu schauen, dass Sie Life Balance, also Arbeit und Freizeit, schön ausgeglichen haben, sich immer genügend erholen und nicht mit Pflichten und Arbeit überladen, wozu Sie leider naturgemäß neigen. Sie sehen jetzt gleich, der Merkur verändert seine Position, schauen Sie, der ist nämlich rückläufig und so geht er zurück, auch ins 11. Haus. Und jetzt Achtung, damit sind die beiden wichtigsten Persönlichkeitsplaneten, die Sonne und der Merkur, in der Zeit vom 20. bis 23. Juli zusammen im Haus der größten Wünsche, im 11. Das heißt, in der Zeit zwischen 20. und 23. Juli ist Ihr Interesse dann noch doppelt gestärkt in Richtung Themen des 11. Hauses. Ja? Entweder kümmern Sie sich um Ihre größten Wünsche, die vielleicht auch darin bestehen, zu mehr Wertschätzung, Anerkennung, Abschluss von
sich einen Titel holen oder dem Abschluss eines Kurses oder sie kriegen auch eine Belohnung oder eine Einkommenserhöhung. Das 11. Haus ist ein gutes Haus, ja, wo man belohnt wird. Oder sie sind mehr inspiriert, sich um ihre größten Wünsche im Leben kümmern zu wollen. Das sagte ich schon. Das 11. Haus betont aber auch sehr stark soziale Themen, sprich sich zu vernetzen mit Gleichgesinnten. Ja. Das bedeutet, der Monat Juli könnte auch dazu führen, dass sie merken, sie wollen mehr mit Menschen, die ihrer Gesinnung sind, ja, sich mehr anschließen. Sie wissen ja, die Menschen, die sich mit Astrologie beschäftigen, die werden ja, oder mit anderen esoterischen Themen oder die sich mit dem Thema Tod beschäftigen, wie wir das halt hier so machen in der Astrologie oder in der Esoterik, da können sie nicht mit vielen anderen drüber reden. Die denken, sie sind balabala, ja. Und deswegen ist es auch sehr gut, ja, dass man sich auch um Gleichgesinnte kümmert, das heißt mit Menschen zusammenschließt, die auch so wie Sie aus der Spur sind. Ja, Sie wissen, wie ich es meine. Wir sind ja nicht normal, ne? Weil wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Ja? Und dafür wäre der Monat auch recht günstig. Und die Sonne bleibt aber hier nur bis zum 23. Dann, zack, geht sie raus und geht für die verbleibenden gut 7 Tage auch ins 12. Haus, was auch nochmal betont, dass vielleicht braucht der Vater auch irgendwie eine Pause oder einen Rückzug, ne, das kann auch darauf hinweisen. Oder vielleicht haben Sie auch mit dem Vater in Verbindung mit dem Altersheim mehr zu tun, wenn Sie auch schon das entsprechende Alter diesbezüglich haben, dass ihre Eltern schon in Anführungsstrichen so alt sind. Gut, ja, das wäre es für Sie, Aszendent Jungfrau, Monat Juli 2019. Nun am Ende nochmal kurz die Erinnerung, falls Sie an Bord sein wollen mit der Zukunftsblick, Erforschungsreise, sprich mehr über Ihre eigene Zukunft für die nächsten 12 Monate erfahren zu wollen, können Sie sich noch bis zum 23. Juni registrieren, denn diese beginnt ab dem 24. Juni. Link dazu unterhalb des Videos für Sie vorbereitet. Das Gleiche auch, wenn Sie sich registrieren wollen, ist die Teilnahme an meinem Newsletter, der ja mit einem sehr, sehr spannenden Thema kommt, nämlich über die aktuelle Zeitqualität, in der wir Menschen leben und darüber eine astrologische Analyse erstellt. Wenn Sie noch nicht im Verteiler sind, auch dazu können Sie unterhalb dieses Videos den Link aufrufen, um sich für die künftigen Newsletter und auch den Versand dieses Newsletters noch registrieren zu können. Ja, das war's dann schon. Dann bleibt mir nur noch, Ihnen einen fantastischen Juli 2019 wünschen zu wollen. Ich habe hier ein Zitat eines sehr wohlhabenden Menschen. Es stammt von J.P. Morgan. Ich will jetzt nicht ihn hier rühmen, aber er hat was Interessantes gesagt über die Astrologie. Er sagte, Millionäre verwenden keine Astrologie. Milliardäre schon. Ja. Auch das ist eine Aussage eines bekannten Menschen, über die wir nachsinnen sollten. In diesem Sinne einen tollen Juli Ihnen allen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.